Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Unsicherheit über die amerikanische Haushaltspolitik bestimmte auch am Freitag das Geschehen an den internationalen Börsen. In der Wall Street blieb der Dollar mit etwas unter einer Mark 69 nahezu unverändert. Die Aktien begannen aber schon wieder abzubröckeln. Eine ähnliche Entwicklung konnte in London beobachtet werden. Dagegen ging es in Frankfurt bei Aktien und Dollar noch leicht aufwärts. Der amtliche Mittelkurs des Dollar wurde auf 1,6926 Mark festgesetzt, einen Pfennig höher als am Vortag. Vor dem Hintergrund der jüngsten Turbulenzen an den Börsen haben der französische Staatspräsident Mitterrand und Bundeskanzler Kohl vereinbart, einen ständigen Wirtschafts- und Finanzrat einzurichten. Das gemeinsame Gremium soll den Finanzministern und Notenbankpräsidenten unterstellt werden und seine Arbeit im Januar aufnehmen. Die 50. deutsch-französischen Konsultationen brachten auch in der Verteidigungspolitik eine Entscheidung. Beide Länder werden einen Panzerabwehrhubschrauber, den sogenannten PAH-2, entwickeln. Der Bundesrepublik, die über 200 dieser Hubschrauber anschaffen will, wird das 8,6 Milliarden Mark kosten. Einen Friedensplan für Nicaragua hat Präsident Ortega am Abend in Washington vorgelegt. In der Botschaft des Vatikan traf er mit Kardinal Obando y Bravo zusammen, der als Vermittler zu den sogenannten Contras eingeschaltet ist. Als erstes steckt Ortega in seinem 11-Punkte-Plan den antisandinistischen Rebellen einen Waffenstillstand vor, der am 5. Dezember beginnen und einen Monat dauern soll. Diese Zeit soll dann für Verhandlungen genutzt werden. Die Isolierung Ägyptens im arabischen Lager gehört endgültig der Vergangenheit an. Jetzt hat auch der Irak die diplomatischen Beziehungen zu Ägypten wieder aufgenommen, das Land, das vor 10 Jahren diese Isolierung betrieben hatte. Der Grund damals war der Friedensvertrag zwischen Ägypten und Israel. Heute begründete die irakische Führung ihre Entscheidung mit übergeordneten panarabischen Interessen. Damit dürfte sie den Golfkrieg im Auge gehabt haben. Die erst knapp 4 Monate alte italienische Regierung unter Ministerpräsident Goria steckt in einer Krise. Einer der kleinen Koalitionspartner, die Liberale Partei, hat am Abend beschlossen, die Regierung zu verlassen. Die Liberalen sind nicht damit einverstanden, dass zur Sanierung des Haushalts im nächsten Jahr Steuervorteile gestrichen werden. Sie sind für Ausgabenkürzungen. Die anderen 4 Koalitionspartner haben auch ohne die Liberalen eine Mehrheit im Parlament. Aus verfassungsrechtlichen Gründen könnte Goria dennoch zum Rücktritt gezwungen sein. Eine neue Demonstration von Bewohnern und Sympathisanten der Hamburger Hafenstraße für den kommenden Tag ist verboten worden. Die Innenbehörde der Hansestadt befürchtet ähnlich schwere Straftaten wie in der Nacht zum Donnerstag, als Chaoten ein ganzes Stadtviertel terrorisierten. Die Zahl der gewaltbereiten Personen, die an einer solchen Demonstration teilnehmen würden, wird amtlich auf 1.000 bis 2.000 geschätzt. Der Initiativkreis für den Erhalt der Hafenstraße will die Genehmigung für die Demonstration jetzt vor dem Verwaltungsgericht durchsetzen. Mit einem Remis ging in Sevilla die 13. Partie der Schachweltmeisterschaft zu Ende. Herausforderer Karpov nahm an, als Titelverteidiger Kasparov nach dem 36. Zug anbot, die Punkte zu teilen. Kasparov führt jetzt 7:6. Noch ein Ergebnis aus der Fußball-Bundesliga. Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund trennten sich am Abend 2:2. Das Spiel VfL Bochum gegen FC Homburg wurde abgesagt. Der Platz war nach den Regenfällen der vergangenen Tage nicht bespielbar. Die Wettervorhersage für Samstag, den 14. November. Rasch wechselnde, vielfach starke Bewölkung mit Schauern, oberhalb 600 Meter in Schnee übergehend. Örtlich Gewitter. Tiefsttemperaturen 3 bis 7 Grad. Höchstwerte 4 bis 9 Grad. Frischer bis starker, in Böen stürmischer Wind aus Südwest bis West. Am Sonntag nach vorübergehender Wetterberuhigung von Westen erneut Regen. Das, meine Damen und Herren, waren die letzten Nachrichten aus der Tagesschau-Redaktion. Wir melden uns wieder zu den angekündigten Sendezeiten. Thank you.
Selbstdenken von Arthur Schopenhauer. Wie die zahlreichste Bibliothek, wenn ungeordnet, nicht so viel Nutzen schafft als eine sehr mäßige, aber wohlgeordnete. Ebenso ist die größte Menge von Kenntnissen, wenn nicht eigenes Denken sie durchgearbeitet hat, viel weniger wert als eine weit geringere, die aber vielfältig durchdacht worden. Denn erst durch das allseitige Kombinieren dessen, was man weiß, durch das Vergleichen jeder Wahrheit mit jeder anderen, eignet man sein eigenes Wissen sich vollständig an und bekommt es in seine Gewalt. Durchdenken kann man nur, was man weiß. Daher man etwas lernen soll. Aber man weiß auch nur, was man durchdacht hat. Nun aber kann man sich zwar willkürlich applizieren auf Lesen und Lernen, auf das Denken hingegen eigentlich nicht. Dieses nämlich muss wie das Feuer durch einen Luftzug angefacht und unterhalten werden, durch irgendein Interesse am Gegenstande desselben, welches entweder ein rein objektives oder aber bloß ein subjektives sein mag. Das Letztere ist allein bei unseren persönlichen Angelegenheiten vorhanden. Das Erstere aber nur für die von Natur denkenden Köpfe, denen das Denken so natürlich ist wie das Atmen, welche aber sehr selten sind. Gute Nacht.